Der Acheron, welcher bald offiziell ins Spiel kommt, hat ein TLC bekommen und ich wollte testen, welche neuen Fähigkeiten er bekommen hat und wie stark er wirklich ist. Viel Spaß euch mit dem Video. So Leute, legen wir heute wieder los. Natürlich 3 Tage, nachdem ich ein Video über alle Arc Edition Dinos gemacht habe, kam ein TLC raus für den Acheron und wir gucken uns die Schildkröte heute nochmal in Ruhe an. Und dann würde ich sagen, mache ich mich direkt mal auf die Suche nach 2 High-Level Acheron und hoffe, dass ich die gut gesehen bekomme. Ich habe gerade den Power Ranger Skin von meinem Petri runtergenommen, weil mich die Düsen genervt haben. Ja, schade, er hat immer noch Düsen. Erste potenzielle Acheron wurde gesichtet, Level 145, ist ein Weibchen, die holen wir uns auf jeden Fall ran, ist ein Passive Tame mit Biotoxin und Kibbel wäre auch eine Möglichkeit, da bräuchte ich nur einen bei meinen Raids, aber ich glaube, wir machen das mal mit Biotoxin, damit ich mich auch ein bisschen quälen muss. Tatsächlich greift die gar nicht zurück an, was sehe ich da? Okay, die schwimmen jetzt schon eine halbe Ewigkeit im Kreis, ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Kampf. Okay, Leute, seid ihr bereit für einen Trickshot? Jetzt wird's wild. Unglaublich, habt ihr jemals sowas krasses gesehen? Ja, habt ihr. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch rangehen und E drücken. Und ich glaube, das kann man bei denen sogar machen, wenn die aggressiv sind. Das habe ich zumindest gehört. 34%, das haut dann aber nicht so ganz hin mit den 5 Stück. Aber ich würde das einfach mal am Ende testen. Ich gebe dir jetzt gleich nochmal einmal Biotoxin. Kann ich mich einfach so draufsetzen oder so? Ja, das ist ja super chillig. Wir reiten jetzt einfach mit, füttern den nochmal und dann würde ich dem einmal einen Punch geben. Ich weiß nicht, wie klug das ist. Und versuchen, den dann nochmal zu füttern. So, 2. Mal wurde gefüttert. Och nö, ein Hai hat angegriffen und Taming ist wieder bei 0. Wollt ihr mich flachsen? Kommt mir ran. Okay, das ist echt nervig, ja. Wir müssen nochmal von vorne starten, glaube ich. Weg mit dir. Okay, 2. Mal gefüttert. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob der gleich nochmal so schnell Hunger hat. Wenn ja, dann versuchen wir das den einmal zu hitten. Obwohl, das macht keinen Sinn. Der Hai hat den auch gerade gehittet. Dann war er wieder bei 0. Okay, dann lassen wir das lieber. 3. Mal füttern und fertig. Tatsächlich super, super chilliger Tame. Der sieht viel cooler aus als vorher, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, ich muss die gleich mal vergleichen. Ich habe noch ein Bild von der alten Schildkröte. Vielleicht mache ich das gleich mal da drüber, um das zu sehen. Ah, ich finde, die sieht schon sehr nice aus. Ey, wir haben direkt die nächste hier. Männchen 150. Das andere war ein Weibchen, oder? Ich glaube, wir haben einfach Jackpot. Männchen und Weibchen direkt gefunden. Sogar beide High-Level. Und sieht auch relativ entspannt hier aus. Hier ist fast gar nichts los. Direkt mal gefüttert. Ich glaube, die Schildkröte müssen jeden Moment wieder Hunger haben. Und da habe ich Schildkröte Nummer 2 schon am Start. Da ist es schon soweit. Oh mein Gott, was Timing. Nice. Dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Düsenpetri direkt mal nach Hause, machen den neuen Seil, weil der einen komplett neuen Seil bekommt. Und dann gucken wir mal, was so der Unterschied ist, ob der irgendwas Neues kann. Hier könnt ihr sehen, der neue Sattel ist Level 45, braucht 600 Fasern, 850 Hide, 200 Metall und 250 Holz. Ich werde wahrscheinlich mit denen wirklich nachher zu den Bossen gehen. Einfach mal spaßeshalber, um das zu testen. Gamma sollten die vielleicht sogar schaffen. Und ich glaube, dafür mache ich den besseren Seil, weil wenn die dann offiziell ins Game kommen, dann kann man die Seil nämlich auch in Drops finden. Und dann haben die auf jeden Fall mehr Armor. Von daher werden wir nachher ein bisschen stärkere Seil mitnehmen. 20 Armor ist nämlich schon nicht so viel. Das sieht so cool aus mit dem Sattel. Was zum Teufel? Okay, ich sehe schon mal einen Bug. Das war vorher nicht so. Ab und zu, wenn ich hier so rumrutsche, dann wühlt einfach irgendwo Erde auf. Aber das ist super random. Ich habe das gerade schon mega weit vor. Also, das ist, glaube ich, schon mal etwas, was nicht so sein sollte wahrscheinlich. Ich bin denn jetzt auch mal im Wasser angekommen und ich dachte mir, wir testen jetzt mal, ob das wirklich so ist, dass wir unter Wasser gehen können ohne Taucheranzug. Ich habe nämlich keinen Taucheranzug an und ich brauche wirklich keinen Taucheranzug. Sowas gibt es, glaube ich, nur beim Diplocaulus oder so. Macht der nicht irgendwie sowas, dass man die ganze Zeit unter Wasser sein kann ohne Taucheranzug? Also, das ist super cool. Ich bin jetzt gerade ein bisschen mit dem unterwegs und ich habe den gerade gelevelt. Ich habe dem gerade Level gegeben und ich konnte Movement Speed skillen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe dem richtig viel Movement Speed gegeben, weil die sind schon richtig lahmarschig unter Wasser. Hat ein bisschen Damage gescaled und ein bisschen Leben. Ich hoffe, dass ich gleich irgendwie eine Qualle finde, um einmal zu gucken, wie viel Damage. Oh mein Gott! Junge, wie viel Glück kann man denn haben? Okay, perfekt. Hier ist eine Qualle. Zack. 4700 Damage gemacht. Okay. Und hier ist eine andere Achelon auch noch. Die verprügeln wir auch noch. 135. Ach du Schande, ey. Noch eine gute einfach. Aber da mache ich nicht so viel Damage. Wie viel habe ich an dem Hai gemacht? Ich habe gar nicht drauf geachtet. So, hier sind ein paar Sachen. Wir gehen hier mal so mitten rein. 300. 300 ist gar nicht mal so bad, oder? Ich muss unbedingt einen auf Full Move Speed skillen. Das sieht so schon so witzig aus an Land. Vielleicht mache ich das am Ende noch. Ein Baby wird Full Move Speed geskillt. Das ist also das Turtle Eye. Wir werfen das mal raus und gucken uns mal das Baby an. Oh mein Gott, hä? Sie werden so schnell groß. Sagt, was ihr wollt, aber das ist schon verdammt süß.
Das ist so süß. Okay, ich bin schon mal in die Achellon-Massenproduktion gegangen und wir haben hier schon mal einige stehen. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt bin. Ich glaube 4, 8, 9, 12, 13. 13 könnten das sein, vielleicht möglicherweise. Und das geht auf jeden Fall so weiter. Ich habe dann Seil drauf, der hat 116 Armor. Auf Official ist, glaube ich, Maximum 124, wenn ich mich nicht irre. Von daher wollte ich da nicht so übertreiben. 116 habe ich es jetzt beigelassen. Dann ist mir gerade noch ein Bug aufgefallen, nämlich sind mir schon 3 Achellon-Babys draufgegangen. Das lag daran, dass die, wenn die gerade frisch geschlüpft sind, dürfen die nicht an Land sein. Also die haben dann so einen komischen Debuff, dass die im Prinzip auf dem Trockenen liegen und dann gehen die aber einfach drauf. Die kriegen einfach Damage. Also ihr müsst die einmal einpacken, einmal wieder rauswerfen und dann ist das nicht mehr so. Das ist mir vorhin aufgefallen, weil mir sind tatsächlich schon 3 Stück gestorben und ich dachte erst, die werden verhungert. Da habe ich ganz viel Biotoxin in meine Nanny reingeworfen und in meinen Feeding Trough, weil ich dachte, das liegt da dran. Aber nee, die sind einfach an Land gestorben. Also aufpassen, liebe Leute. Ey, der sieht echt cool aus. Was ich doch ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass ich bis jetzt nicht eine Alge bekommen habe. Keine einzige Alge im Inventar. Ich weiß nicht, ob das seit dem TLC so ist, dass sie im Wasser sein müssen oder so dafür. Weil ich bin schon echt lange hier unterwegs und bin am Züchten und was weiß ich nicht alles und noch nicht eine Alge bekommen. Weil eigentlich wollte ich ganz gerne mit euch das Sushi testen. Das habe ich nämlich letztes Mal nicht getestet, weil ich gar nicht wusste, dass das existiert. Und ich dachte, dieses Mal würde ich mir das gerne mal angucken. Damit kann man nämlich die Taming Effectiveness von einem Tame, wo man reingeschissen hat, vielleicht nochmal draufgeschlagen oder irgendwie nochmal drauf geschossen hat, wieder erhöhen. Und das würde ich gerne mal abchecken mit euch. Darf ich euch vorstellen, das ist Speedy. Tatsächlich hatte ich von Speedy ein bisschen mehr erwartet, weil, also, er ist schon schneller auf jeden Fall. Aber er ist jetzt nicht super krass. Ich hoffe, dass ich mit Speedy irgendwie gleich an Algen rankomme, um das Ganze... Oh, im Wasser ist aber... Im Wasser habe ich ihn noch gar nicht getestet. Ich habe ihn bisher nur an Land getestet. Das ist schon nett. Oh, das wächst jetzt bei ihm auf dem Rücken und man kann das mit E rausnehmen. Aber das dauert eine Stunde? Das ist crazy. Haben die das genervt? Weil vorher war das 10 Minuten standardmäßig und unter Wasser 2 Minuten, glaube ich. Und jetzt ist das eine Stunde. Ich werde mal vorspulen und gucken, wie viele man dann bekommt. Oh wow, mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Schildkröten, die schon ewig zu Hause stehen, einfach schon Algen drauf haben. Guck mal, die sehen auch richtig so zugealgt aus. Jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, das ist ja sick. Guck mal, ich kann die einfach von den Algen befreien. Sind halt nur so 6 Stück, 5 Stück. Also das ist auf jeden Fall hart genervt worden. Das war vorher viel mehr. Ich glaube, für einen so ein Sushi brauchen wir auch irgendwie 20 oder so. Ja, 20. Ich hätte nicht mal genug für ein Sushi gerade. Aber das ist wild. Aber wir können es zumindest gleich mal testen. Okay, ich werde das Ganze jetzt testen mit einem 150er Bronto, weil ich habe gerade das bei einem Stego probiert und das hat absolut nicht geklappt. Also der hatte irgendwie 16% Taming Effectiveness. Ich habe dem so einen Sushi gegeben, wo das hat sich gar nicht geändert. Neuer Versuch nochmal, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. So, ich habe jetzt mal ein paar Algen reingehauen und da sieht man 18% Taming mit einer Alge. Also das ist echt OP bei Pflanzenfressern. Und jetzt gebe ich dem mal eine Schelle. Jetzt hat der 72%. Und wenn ich dir jetzt einen Sushi reinpacke und dann drauf drücke, oder muss ich da drauf drücken? Ich drücke mal drauf. Da hat er 82. 10%. 82%. Draufgedrückt, 94. 12% plus, das ist ganz schön nice. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Wie gut ist das denn? Ey, das ist einfach bald official im Game. Das kann ich gar nicht glauben, weil wie oft hat man schon Tames verkackt und man kann die einfach saven mit Sushi. Ich würde auch sagen, jetzt kommt der Moment der Wahrheit, nämlich wie stark werden die gegen Bosse sein? Ich glaube nicht sonderlich stark, bin ich ganz ehrlich, aber wir können das Ganze ja mal abchecken. Die sind schon mal super unhandlich. Ich weiß nicht, ob ich die alle in die Boss-Arena bekomme. Das ist einfach super knapp. Ach du Schande, Juti, ich glaube, ich habe ich alle? Oh Gott, der Juti müsste der Letzte sein. Ja, ich habe es geschafft. Ich hoffe, ich finde gleich schnell meinen Juti wieder. Und ich hoffe, ich kann irgendwie die ins Wasser pfeifen. Da ist mein Juti, okay. Darf ich mal schnell durch? So, alle follow. Mitkommen, Jungs. Ab ins Wasser, schnell. Oh, schnell ist so eine Sache. Oh nein, schnell ist so eine Sache. Ich tausche mal den Stein, ich hoffe, ja, sehr gut. Das hätten wir schon mal geschafft. Die Armee kommt. Die Armee kommt nicht sonderlich schnell, muss ich sagen, aber sie kommt. Hier, go, go, go. Attacke, Attacke. Ich brauche Unterstützung, Jungs. Jungs, tank das für mich. Die Armee zieht in den Krieg. Man sollte sie nicht unterschätzen, okay? Guck mal, hier jetzt noch boosten. Die sind aber auf jeden Fall ein lebendes Schutzschild. Guck mal, den Stein haben sie sogar ein bisschen abgewehrt. Also ich muss zugeben, es dauert schon ein bisschen länger alles. Und ab und zu kommen die auch nicht so richtig ran an den Gegner. Aber wir gewinnen das. Auf jeden Fall. Guck mal, die haben kaum Damage. Das sind die übelsten Tanks.
Leute, falls euch solche Videos hier gefallen sollten, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, das wäre super, super lieb von euch. Das ist mehr Arbeit, als es aussieht, das Ganze vorzubereiten. Aber am Ende des Tages, wenn es so ist wie das hier, hat es sich gelohnt. Wir machen einfach beide Bosse komplett gleichzeitig. Guckt euch das an. Das ist fast zeitgleich down einfach. Ich weiß gar nicht, wer zuerst drauf geht. Ich glaube, der Affe. Der Affe ist jetzt down. Und jetzt noch alle auf die Brutmutter. Go, Jungs, go. Super Speed. Zack. Brutmutter auch down. Natürlich kein Problem, ne? Wir haben es alle lebendig rausgeschafft. Und ich würde sagen, Leute, das war es mit unserem Test vom neuen Achelon TLC. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.